löschen. Ja, egal. Wir haben jetzt hier einen Punkt A und eine Gerade G und wir wollen die Gerade G am Punkt A spiegeln. Wie macht man das? Das sollten Sie aber wissen. Also Sie haben hier Ihren Punkt A, das ist der Spiegelpunkt und hier ist irgendwo Ihre Gerade G. Wir brauchen den Lotfußpunkt, die Lotgerade durch A. Sie wollen da loten, also Sie können die Lotgerade machen, aber das geht einfach. Ja, also falsch ist es nicht, es gibt tatsächlich auch eine Lotgerade. Falsch ist das nicht, es geht aber viel einfacher. Also wie gesagt, das dürfen Sie auch machen. Der simple Ansatz ist der, Sie nehmen sich zwei Punkte von der Geraden G. Der eine Punkt ist der 503, den haben Sie hier. Und der nächste Punkt, da setzen Sie einfach für t irgendeinen Wert ein, zum Beispiel t gleich 1, dann haben Sie den 6 minus 2, 4. Das ist der 6 minus 2, 4 und das hier ist der 503. So, und diese beiden Punkte, die spiegeln Sie jetzt und die Verbindungsgerade der Spiegelpunkte ist die Gerade, die Spiegelgerade. Und das rechnen wir kurz aus. Das heißt, wir haben hier irgendwie, ich weiß nicht, ich nenne den P und ich nenne den Q. Vielleicht können wir, hätten vielleicht besser P0 und P1 nennen können. Also der Punkt mit dem Parameter 0 und der Punkt mit dem Parameter 1. So, wie finde ich denn den P0' raus? Also den Spiegelpunkt. Wir nehmen den Vektor P0a und nehmen den quasi doppelt. Ja, da müssen Sie aufpassen, die Technik dürfen Sie verwenden, ich empfehle sie aber nicht. Weil das, was Sie gesagt haben, birgt sehr, sehr schnell Fehler. Sie haben nämlich vergessen zu sagen, dass man den Doppelten an den P0 anhängen muss. Ja, und diesen Fehler sehe ich im Abitur relativ häufig. Da gab es eine Formel von mir, die hieß 2L minus A. Also das heißt, 2 mal der Spiegelpunkt minus den P0. So, und der Spiegelpunkt ist 4,56, 3,5, also zweimal dieser Punkt, das als Vektor gedeutet, ist 9, 12, 7 minus dem 503 und dann erhalten Sie hier 4, 12, 4 als Spiegelpunkt P0'. Und das gleiche machen Sie mit P1, das ist wieder 2OA, also zweimal der Ortsvektor, der auf den Punkt A zeigt, minus OP1 und das ist eben 9, 12, 7 minus, und jetzt müssen Sie den hier abziehen, 6 minus 2, 4 und dann erhalten Sie 3, 14, 3. So, und jetzt können Sie die Verbindungsgerade rechnen und die neue G', die also irgendwo hier liegt. Die G' ist die Gerade von P0' nach P oder über P1' und die ist x ist gleich. Dann nehme ich den Punkt P0, 4, 12, 4 plus t mal der minus dem. Da kommt dann, glaube ich, raus minus 1, 2, 1. Und das ist die Spiegelgerade von dem. Fällt Ihnen da irgendwas auf? Das sollte es. Ich habe einen Rechenfehler drin. Der da. So, was fällt dir noch auf? Der Richtungsvektor ist ein Vielfache. Die Richtungsvektoren sind Vielfache voneinander. Was bedeutet das? Der untere Richtungsvektor ist der obere mal minus 1. Ja, was bedeutet das für die Lage von den Geraden? Sehen Sie auch hier am Bild. Die sind Vielfache. Jo, die sind. Also, Sie müssen da an der Stelle parallel sagen. Echt parallel stimmt hier. Im Allgemeinen sind die aber nicht echt parallel. Aber tatsächlich ist das so. Das heißt, G' ist parallel zu G, kann identisch sein, kann aber auch echt parallel sein. Beweis. Kann man das beweisen oder ist das einfach Gott gegeben? Also schon Gott gegeben, aber... Also wir können es so beweisen, dass wir den Punkt 503 in die gerade G' einsetzen, wenn das nicht übereinstimmt, dann können wir das... Richtig, sagen. Aber die Frage ist, gilt allgemein, Sie haben eine andere Frage beantwortet, ich wollte wissen, gilt allgemein G
parallel G' gilt das allgemein. Gilt das immer. Für jede beliebige Gerade, die ich Ihnen hier angebe. Da sollten Sie ein Gefühl dafür entwickeln. Die Antwort ist ja, das gilt allgemein. Also, solange der Spiegelpunkt ja nicht auf der Geraden liegt. Ja, aber ich habe gesagt, parallel kann auch identisch heißen. Sie gehen immer aufs Identisch los. Das ist mir aber egal. Ich will beweisen, dass das hier parallel zu dem oder identisch ist. Kann beides sein. Ja, wie kann man das beweisen? Sowas sollten Sie können, wenn Sie im Abi mehr als 10 Notenpunkte haben wollen. Wie beweist man das? Tja, also, gut. Das heißt, ja, die Antwort ist, es ist allgemeingültig und den Beweis, den mache ich jetzt mit Ihnen. Und wie